Der nächste Speaker hat seine ersten drogenpolitischen oder sozialen, drogensozialen Kenntnisse in einem Marburger Kontaktladen erlernt, war danach lange Zeit aktiv im Alice-Projekt und in der Hanf-Initiative bei mir unten in Frankfurt, in Südhesse. Ei Gude. Er selbst ist studierter Politikwissenschaftler und jetzt auch schon über 10 Jahre beim Deutschen Hanfverband aktiv. Bitte einen ganz großen Applaus für Florian Rister! Kann ich das in die Hand nehmen? Ja. Hallo, hallo, Test, Test. Ja, ich habe ein Mic. Hallo, schön euch alle zu sehen. Geht's euch gut? Seid ihr gut drauf? Yeah, sehr schön. Ich auch. Ich freue mich super, hier zu sein. Es ist ein ganz besonderer Tag. Es ist eine historische Hanfparade. Die erste Hanfparade nach ja, der Teillegalisierung oder wie auch immer man dieses komische Gesetz nennen möchte. Und für mich persönlich ist das wirklich ganz, ganz besonders. Ja, in über 20 Jahren Hanfparade sind viele hunderttausend Menschen hier auf die Straße gegangen, hier in Berlin, um für ihr Recht zu kämpfen. Ganz, ganz viele Menschen haben hier Cannabis auf eine andere Art kennengelernt, haben ihre Ängste abgebaut, haben Wissen angelernt, haben ihre Cannabis-Identität gefunden, haben Cannabis-Kultur kennengelernt, wie sie es woanders überhaupt nicht konnten in diesem Land, weil die Prohibition alles unterdrückt hat, was an Regungen, an öffentlichen Regungen stattfand. Aber hier ging das und dafür danke ich allen Menschen, die bei der Hanfparade mitgemacht haben. Es ist wirklich von ganzem Herzen, alle, die hier in den letzten 20 Jahren mitgeholfen haben, vielen, vielen Dank. Ja, im Laufe der Jahre haben wir ja sicher ein paar hundert Kilo Cannabis weggeraucht auf dieser Veranstaltung. Illegal, ja, versteckt, heimlich in der hohlen Hand oder teilweise auch kackdreist einfach vor den Beamten. Es gab immer wieder Anzeigen, oft auch nicht, ja, oft haben sie auch weggeguckt. Aber irgendwie war immer die Angst im Nacken. Ja, wir wussten nie, ob was passiert, wie groß der Einsatz wird, wie viele Leute werden am Ende eine Anzeige haben. Und jetzt ist es legal, ja, eigentlich unglaublich. Der kleine Flo, der kleine Florian damals mit 18 Jahren, als er von bayerischen Beamten festgenommen wurde und stundenlang in der Zelle festgehalten wurde, verhört wurde, rektal durchsucht wurde, der hätte sich das nicht vorstellen können. Der hätte sich das nicht in den Kopf kriegen können, dass heute hier tausende Menschen legal stehen vorm Fernsehturm und Cannabis konsumieren. Das ist genial, wir dürfen das feiern, wir dürfen jetzt 3 Pflanzen anbauen, wir dürfen 50 Gramm besitzen, wir dürfen 25 Gramm mit uns rumtragen. Früher irgendwie mit 1-2 Gramm in der Unterhose hierher gekommen, ja. Heute nehmen wir ein schönes Einmachglas mit, nehmen knapp 20, 25 Gramm Gras mit hierher, weil wir es dürfen, ja. Weil wir es dürfen. Habt ihr auch Gras dabei? Habt ihr Lust, mal euer Gras zu zeigen? Ja, wir haben eine gute Frau in Darmstadt, die hat mir das beigebracht. Die hat ihr Cannabis jetzt offen gezeigt. Am 1. April, ja, am Tag nach der Legalisierung, hat mit den Beamten darüber gesprochen, denen das gezeigt, sie riechen lassen. Ich denke, wir sollten alle mal unser Cannabis zeigen. Ja, das ist auch ein Prozess der Heilung, das ist ein Prozess der Normalisierung. Wir müssen uns daran gewöhnen. Es ist jetzt legal. Lass es uns aus den Köpfen rauskriegen. Ja, wir haben einen Open Carry Law, wir dürfen es zeigen, wir müssen es nicht verstecken in der Öffentlichkeit. So, das ist ganz, ganz wichtig. Aber ich weiß und ich sehe auch, dass einige von euch das nicht machen und dass einige Angst haben sicherlich. Und das ist auch nachvollziehbar. Die innere Umstellung auf diese neue Zeit ist schwierig. Das Anpassen an Verhaltensweisen ist schwierig. Und dieses komische Gesetz macht es einem wirklich, wirklich nicht leichter. Ja? Meiner Meinung nach sollte eine Legalisierung, ein Legalisierungsgesetz Wunden heilen. Ja, diese Prohibition hat ganz viele Wunden aufgerissen, hat Menschen traumatisiert. Menschen saßen im Knast, Wohnungen wurden durchsucht. Ich brauche euch das alles nicht erzählen. Allein schon, wenn man sich nur versteckt hat die ganze Zeit, hat das irgendwie Traumata ausgelöst in Menschen und Probleme ausgelöst. Und diese Prohibition hat Menschen krank gemacht. Meine Hoffnung war, dass die Legalisierung das aufmachen würde, dass nach diesem Koalitionsvertrag der gesellschaftliche Prozess, der politische Prozess, Menschen helfen könnte, da innere Heilung zu finden. Und ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen schiefgegangen. In Thailand, in den USA haben wir ganz andere Prozesse gesehen. In Thailand hat die Regierung 1 Million Cannabispflanzen verschenkt an die Bevölkerung, ja, um zu zeigen, hey, das ist jetzt normal. Tausende Menschen wurden auf einen Schlag aus den Knästen freigelassen. In den USA haben beim Seattle Hemp Fest Polizisten Munchies verteilt an die Kiffer im ersten Jahr nach der Legalisierung, um zu zeigen, hey, wir sind eure Freunde, ja, wir sind dabei. Hier in Deutschland hat man irgendwie das Gefühl, das ist alles anders. Ich persönlich
empfand die Entstehung dieses Gesetzes fast schon eher als Belastung. Es ging ständig hin und her. Man wusste nie, wo man landen würde, wie es weitergehen würde, wie dieses Gesetz am Ende aussehen würde, was wir dürfen würden irgendwann mal. So, und jetzt haben wir doch meiner Meinung nach ein ziemlich komisches Gesetz, was viel zu lang ist, was unzählige Gummiparagraphen enthält und was völlig nicht nachvollziehbare Regeln hat, ja, die wir nicht akzeptieren können. Und das, ja, das macht eben innere Heilung, innere Gutwerdung schwierig. Gleichzeitig suchen überall im Land verzweifelte Politiker, Staatsanwälte und Polizisten nach Wegen, ja, nach irgendwelchen Wegen, um weiter Menschen zu kriminalisieren. Sie wollen nicht locker lassen. Sie wollen euch weiter irgendwie an den Karren fahren, einfach nur, weil ihr Cannabis konsumiert. Und am allerliebsten würden sie das Rad der Zeit zurückdrehen, ja, und wieder zurückgehen in das Mittelalter der Cannabis-Prohibition, aus dem wir gerade erst entkommen sind. Das wollen wir nicht, das geht nicht, ja, ganz klar. Und wie gesagt, so wird innere Heilung irgendwie schwierig und genau genommen muss ich euch allen jetzt sagen, macht euch nicht zu locker. Ja, entspannt euch nicht zu sehr, seid nicht zu unvorsichtig. Wir haben immer noch eine gewisse Form der Prohibition, wir haben immer noch Kriminalisierung und ihr müsst weiterhin vorsichtig sein. Die Historiker können meinetwegen irgendwann darüber streiten, welchen Einfluss wir hier hatten, ja, welchen Einfluss das alles hatte auf dieses Gesetz. Ich persönlich bin mir ganz sicher, ohne Druck von unten, ohne Artikulation dieses Bedürfnisses, wir wollen legales Cannabis, wäre es nie so weit gekommen. Ja, Deutschland hat eine der stärksten Legalisierungsbewegungen Europas. Das wissen viele Menschen gar nicht. Aber in vielen Ländern Europas gibt es gar nicht so große Demos. Ja, und das hat mit dazu geführt, dass wir das hier haben heute. Also nochmal danke an alle, die mitgemacht haben. Ja, geil. Danke, dass ihr hier seid. Danke, dass ihr auch schon länger hier wart. Ihr habt es gemacht. Ja. Aber wie gesagt, wir sind noch nicht am Ende des Weges angekommen. Dass dieses Gesetz nicht zum Dauerzustand werden kann, da sind wir uns, denke ich, alle einig. Das wurde heute mehrfach gesagt. Wir müssen weitermachen, das ist ganz klar. Millionen Menschen werden sich jetzt outen, werden in die Diskussionen gehen, im Privaten, im Beruflichen. Da wird es zu Diskriminierungen kommen, da wird es zu Problemen kommen. Wir müssen diesen Menschen beistehen. Wir müssen weiter kritisieren, wenn Diskriminierung stattfindet. Wir müssen an diesem Thema dranbleiben und eben die Menschen unterstützen, die in irgendeiner Form weiter Probleme bekommen. In diesem Sinne, wir sind die Veränderung, die wir sehen wollen. Lasst uns dafür sorgen, dass Cannabiskonsumenten in Deutschland nicht nur legal, sondern auch respektiert und geschätzt werden. Ja, in diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit und euer Engagement. Viel Spaß noch auf der Hanfparade, wir packen das! Florian Rester! Applaus!